In diesem Video ist es eisig, fällt Schnee, haben wir Tageslicht und steht eine Gasflasche rum. Minus 17 Grad heute Nacht. Um kurz vor 11, minus 4,5. Jemand sollte mal aufstehen und das Solarpanel raushängen. Und in Zottel ist es richtig warm, die Heizung ist aus und wir haben sicherlich locker 20 Grad, wenn nicht mehr. Tja, was sage ich? 21,8. Bei der Wärme kann ich sogar mal mein Dachfenster freilegen und Licht reinlassen. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Gerade aufgestanden, soeben aus dem Bett gepurzelt und eins kann ich euch heute schon mal sagen, vermutlich geht heute nicht viel, denn Arbeitstag. Ich habe gestern keinen Handschlag gemacht, heute ist mal Zeit, was zu tun. Hey, und wenn ihr gerne helfen möchtet, dann könntet ihr mal das Solarpanel raushängen, weil der Co-Pilot scheint es nicht zu machen. Zu kalte Füße kriegt er da, der Schnee ist noch kalt. Oh, was ich noch sagen wollte, super ruhig hier heute Morgen, kein einziges Schneemobil, absolute Stille. Montag, keiner hier, außer wir. Tja, Leck, was sehen meine müden Augen da? Ihr seid ja schnell. Habt das Solarpanel von Wattstunde schon rausgeholt und aufgestellt. Oh, es ist ganz schön hell für meine Äugli. Und leider ist jetzt die Sonne hinter ein paar Schleierwolken verschwunden. Aber vielleicht kommt sie ja wieder. Dankeschön fürs Aufstellen übrigens. Oh, was habt ihr denn da gemacht? Das Wellenlet rausgeholt und mir ein Eis hingestellt. Oh, das ist aber lieb. Ist ja leer. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Oh, und die Hose lüftet auch schon aus. Auf der Stilsäge, die hier einfach eingehängt wird. Ich habe jetzt eine schwarze. Früher war die Silber, wer sich erinnert. Jetzt ist sie geblackt. Ja gut, das war die morgendliche Werberunde und meine Osram-Lampen bleiben heute wohl aus, denn es ist hell. Ich liebe es. Jetzt aber vorbei mit lustig. Die Arbeit beginnt. Ich hole mal meinen Laptop raus. Kein Scheiß, ihr verpasst echt nichts. Ich sitze am Rechner und bin ganz brav und fleißig am Arbeiten und Schneiden. Nordkap-Video. Ihr könntet mal kurz das Solarpanel umstellen, denn die Sonne ist natürlich gewandert und wenn man das Solarpanel aufstellt, dann gehört auch dazu, das ist dann diese Aufgabe, erbt man sozusagen dann, dass man das Solarpanel immer weiter dreht. Danke. Was bin ich froh, habe ich meine Wanderung gestern gemacht. Das Wetter schwächelt heute deutlich, viel mehr Wolken als angedacht. Und ich habe auch mal die Solartasche vorne auf die Front gepappt. Es kommt zwar gerade nichts mehr rein, denn die Sonne ist hinter Wolken und Baum. Aber vielleicht kommt es ja nochmal und wir kriegen noch das ein oder andere Watt. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und ich, ja, bin immer noch am Arbeiten. Block momentan. Wisst ihr, was man machen kann, wenn man keine Lust mehr hat und einen etwas nervt? Es ändern. Und das mache ich jetzt. Und manche Änderungen funktionieren am besten mit Spiegel und einem Rasierer. Es wird nämlich mal wieder echt Zeit, dass das Zeug aus dem Gesicht reduziert wird. Das wäre erledigt. Vermutlich das heutige Highlight, Rasieren. Und jetzt wieder rein, es ist kalt, minus 3,5 Grad. Und warum schneegrieselt es jetzt auch noch, gerade wenn ich mich rasiere draußen? Oh. Der Tag rennt, es ist schon wieder nach 16 Uhr. Ich habe gemerkt, ich habe noch gar nichts gegessen. Wird Zeit, jetzt mache ich mir die Reste von vorgestern oder noch älter warm. Keine Ahnung, koche mir noch ein paar Reisnudeln dazu. Das wird es dann tun erstmal. Ich gebe zu, Glasnudeln, Reisnudeln, Mozzarella und Bolognese ist eine gewagte Mischung. Aber Leute, wenn ihr große Zeit zum Kochen habt, dann werdet ihr nicht mehr wählerisch. Und bevor ihr verhungert, esst ihr auch sowas. Und außerdem schmeckt das Zeug auch gut. Hey Leute. Ich habe gegessen und ganz komische Dinge passieren hier. Draußen vor allem. Ganz seltsam. Heute sollte es eigentlich ganz anders sein, aber jetzt völlig anders. Moment, ich zeig euch, was ich meine. Das Kupferdummy schneit und zwar richtig schön. Und heute sollte die Sonne scheinen. Hey, der Wetterbericht hier ist echt, also ja, geil, haben wir noch ein bisschen Schneefall. Habe ich ja nichts dagegen. Ende März, noch ein paar Zentimeter Schnee, wäre natürlich schon cool. So, und jetzt lass mich hier mal weitermachen. Ich schneide gerade meine Nordkap-Ankunft mit dem Team. 19 Uhr, minus 7 Grad. Es schneit weiterhin. Das Dachfenster zeigt schon Schneespuren.
Und draußen schneit es ordentlich runter. Nordlichter, Polarlichter werden wir heute definitiv nicht sehen. Das Wetter sagt, Abend und Nacht über weiteren Schneefall. Ich hoffe, wir sind hier morgen nicht eingeschneit. Der Tag verging ernsthaft wie im Flug. Jetzt ist schon der nächste Tag. 1 Uhr nachts und wir gehen mal noch kurz raus, denn draußen ist ganz schön was los. Ja, erstmal habe ich ein bisschen Licht gemacht, dass wir auch was sehen. Und es ist ziemlich ordentlich am Schneien. Jetzt in dem Moment gerade mal nicht ganz so stark, aber schon immer wieder mal deutlich stärker. Und ich habe die Befürchtung, dass das morgen lustig wird, wenn wir hier rausfahren. Der Parkplatz mehr oder weniger leer. Ein Schneemobilanhänger steht da, ansonsten nur Schnee und Wind. So, Leitbar wieder angemacht. Die strahlt hier wunderbar. Die Osram-Lampen machen sich hier weiterhin gut, wenn man sie braucht, leuchten sie. Und ihr seht anhand meiner Spur schon, es hat einiges runtergeschneit. Es sind etliche Zentimeter. Mit Polarlichtern wird das also heute definitiv nichts. Zum Glück haben wir gestern Glück gehabt. Ne? Da brauchen wir uns heute nicht ärgern. Rund um Zottel alles schön eingeweißt und schneeig, minus 5 Grad. Auch der ganze Zottel selber wird so langsam zu einem Schneebär. Seitlich bleibt es auch hängen. Auch vorne ändert sich die Form seiner Schnauze ein wenig. Ja Leute, und was ein Glück, habe ich vorhin noch die Solartasche von Wattstunde reingeholt. Hä? Die wäre sonst wahrscheinlich ordentlich nass. Und das Lustige bei der ganzen Sache, soll über Nacht immer wieder schneien und morgen auch. Also seid gespannt, wie wir hier morgen abfahren. Ich bin's nämlich auch. Und morgen müssen wir wohl weg, denn das Paket kommt. Hoffentlich, wenn's DHL-Tracking stimmt. Jo, aber gemütlicher ist es irgendwie innen in Zottel. So, ist euch heute eigentlich irgendwas aufgefallen vielleicht an den Protagonisten? Das ist ein Video völlig ohne Fellfüße. Das geht ja nicht. Da liegen sie, die Bananen, und haben den ganzen Tag verpennt. So, jetzt waren sie auch im Video. Jetzt kann ich schlafen gehen. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder, wenn wir ein bisschen ausgepennt haben. Und morgen gibt es dann auch wieder Fahr-Action. Wir müssen unser Paket abholen. Wir müssen überlegen, wo wir als nächstes hinfahren. Ein bisschen einkaufen. Jo, und dann schauen wir mal, was kommt. Gute Nacht. Good night. Fly away, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Wir stehen immer noch bei Alta im Hinterland auf dem Berg nach Neuschnee. Wir gucken gleich mal raus, wie es aussieht. Wenn alles gut kommt, kommt unser Paketli heute an. Dann können wir hier endlich weiterziehen. Und vorher oder nachher, je nachdem, machen wir noch was. Das haben wir noch nie gemacht. Kein Scheiß. Wirklich noch nie. Wir kümmern uns um Gas. Ja, kein Scherz. Bevor es aber soweit ist, gehen wir mal vor die Tür. Minus 3 Grad, guter Wind. Und wie schaut's aus? Ja, wie schaut's aus? Gute Frage. Wir sind ziemlich von Schnee umgeben, würde ich mal sagen. Auf Zottel liegt nicht so viel, weil der Wind es weggeblasen hat. Aber vor uns liegt einiges. Auch angehäuft, hingeblasen. Das gibt eine spannende Abfahrt nachher. Denn wir müssen ein paar Meter fahren, bis wir irgendwo sind, wo es besser wird. Dazu kommt, wir stehen leicht bergab. Wir müssen also hier bergauf fahren. Aber jetzt, wo ich laufe, ist gerade mal ein Stückchen weniger Schnee. Aber dann wird es schon wieder deutlich tiefer. Aber eigentlich müsste das machbar sein. Ist nicht ganz so schlimm. Wobei hier die Zufahrt auch nicht unbedingt sehr vielversprechend aussieht. Nicht geräumt. Und ich stehe hier gut im Schnee drin. Also es ist je nachdem, wo es ihn hinweht, liegen da mal kurz 20 cm oder nichts. Wir sitzen da hinten, es geht noch ein guter Wind, da fliegt der Schnee. Hier ist eine Mannschaft dabei, ihre Hundeschlitten parat zu machen. Schon ewig, es geht ewig.
Das scheint lange zu dauern, bis da alles fertig ist. Und den einzigen Vorteil, den ich gerade sehe, wenn wir abfahren, ist, wir haben Rückenwind. Ob uns der aber hilft, weiß jetzt nicht so genau. Wir haben auf jeden Fall mal direkt vor Zottel eine ordentliche Schneewehe, sicher 30 cm. Drumherum sieht es gut aus. Wir werden also wieder ein Stück zurücksetzen und dann versuchen, mit Schwung irgendwie vor zur schlecht geräumten Straße zu kommen. Dann rechts im Kurv und weg. Aber ganz ehrlich, ich sehe mich schon Schneeketten aufziehen. Vor allem, weil sie leicht bergauf geht. Immerhin liegt unter und hinter Zottel wenig Schnee. Das heißt, wir können gut zurücksetzen und auch ein bisschen Schwung nehmen für das, was dann kommt. Und es weht noch ordentlich hier durch die Gegend. Also das gibt jetzt eine lustige Geschichte. Blöd ist einfach, dass genau vor Zottel sich eine Schneewehe gebildet hat. Das ist echt hinderlich. Als erstes hole ich jetzt mal meine Schaufel und schaufel hier die Schneewehe weg. Weil solange die da liegt, kommen wir wahrscheinlich nirgendwo hin. Zwischendurch immer mal wieder veritabler Schneesturm, starker Schneefall und Wind. Ich habe jetzt hier mal freigeschaufelt, die Front plus 3 Meter zum Schwung holen. Jo, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es ist echt übles Wetter und fahrerisch wird es sehr kritisch. Aber jetzt müssen wir mal noch Zottel hier ein bisschen vom Schnee befreien. Sei Eugli frei machen. Zum Glück ist es alles Pulverschnee und sehr einfach und leicht. Bereit, aber es schneit so stark gerade. Ich hoffe, das hört irgendwann wieder auf, dass wir dann mit besserer Sicht hier abfahren können. Es ist echt das übelste Wetter, ich glaube auf fast der gesamten Tour heute. Heftigst am Schneien. Oh, und alles von hinten. Und immer schön auf uns und die anderen. Und unsere Fahrstrecke, also ob wir hier ohne Ketten rauskommen, ich bezweifle das sehr stark. Wir versuchen unser Glück mal, Traktion Plus ist an, wird uns aber wahrscheinlich nicht viel helfen. Wir setzen das mal zurück, Spitz, und versuchen dann unser Glück. Wow, wir rollen, wir fahren, wir kommen auf die Straße vor. Ja, leck! Alter, Alter! Jetzt müssen wir aber anhalten und die Kamera holen. Ja, da bin ich und sammle die Kamera ein. Gute Vorbereitung ist halt doch einiges. Gut habe ich freigeschaufelt. Der Weg hier, ja, wir sind butterweich durch. Zum Teil schon ein bisschen tiefer hier. 15 cm, knappe 20. Aber die Reifen und wir haben es geschafft. Der Wahnsinn. Das war auch nicht ohne. Da lagen auch mal kurz 30 cm. Oh, und jetzt nichts wie ein Zottel. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir hin müssen. Das war der erste Teil. Jetzt müssen wir aber vor zur Straße kommen, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Die Sicht nicht so der Knaller, ehrlich gesagt. Hier sind keine Stecken verbaut. Es schneit immer noch. Minus 3 Grad. Also eine Schneewehe würde ich hier im Leben nicht erkenne. Von rechts kommt hoffentlich keiner, von unten auch nicht. Eieiei, Ende März, 29. Was ein Abenteuer. Hammergeil. Ach Gott, zum Glück kenne ich jetzt die Strecke hier schon und weiß, hier kommen Schlaglöcher. Uns geht eigentlich nur geradeaus erstmal, bis wir dann auf die breitere Straße treffen, die dann vielleicht ein bisschen besser aussieht. Oh, null Konturen, echt. Der Wahnsinn, Leute, ich sag's euch. Es ist einfach geil hier. Es schneit wie die Hölle und wir düsen durch mit Frontantrieb einfach mal so. So sind wir jetzt an der Straße. Ja, hier war schon mal ein Schneepflug, glaube ich. Das sieht mir so ein bisschen gepflügt aus. Das war schon eine Weile her. Eieiei, ist das geil. Die Sicht zwar auch hier miserabel, aber immerhin ein paar Stecken sind gesteckt und die Straße breiter und vor allem windgeschützt. Ich glaube, Schneewehen werden uns hier nicht überraschen. Wäre auch dankbar, wenn keiner entgegenkommt.
Da sind wir wieder in der Ebene. Jetzt geht es noch über die Brücke und der Rest dürfte jetzt einfacher werden. Wir sind an der Hauptstraße angekommen. Lass uns hier einfach nicht anhalten müssen. Nee, an links kommt nichts. Schneepflug war ja auch schon unterwegs, hat der ganze Scheiß zur Seite geschoben. Oh, den Berg hier hatte ich irgendwie verdrängt, glaube ich. Geht es nochmal Aspitzberg auf. Hier waren wir links hoch Nordlichter fotografieren und filmen. Ja, jetzt fahren wir in die Stadt. Es haut runter wie doof. Minus 2 Grad. So muss das sein hier. Winter pur. Fantastisch. Und im Koblenz sei Glücksmütz hat uns heute wohl wieder den Hintern gerettet. Super gemacht, Co-Pilot. Junger Vater, die Sicht wird da immer beschissener, aber ich glaube, wo sind wir eigentlich? Ah, hier. Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine kleine schmale Brücke irgendwann. Ja, ist das ein Wetter. Glaube ja nicht. Und dann noch der Sturm dabei. Der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ja, da kommt ein großer LKW. Ja, komm Zottel, fahr weiter. Immer schön weiterfahren. Und nach der lustigen Brücke kommt die E45, auch ohne Verkehr. Da können wir auch weiterfahren, ohne es stoppen zu müssen. Hey, kommt schweres Gerät aus dem Nebel. Ja, dann geben wir mal Gas. Viel sehen tue ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Die Scheibenwischer sind völlig vereist irgendwie und es schneit wie doof. Wir sollten mal ins Navi eingeben, wo wir überhaupt hinfahren. Da sind wir. Alter E6 und es rumpelt. Oh, kommt ein LKW. Den lassen wir nicht mal durch. Ja, wir kommen jetzt hier wieder weg. Es war sehr rutschig. Ja, aber unwillig. Oh Gott. Ohne Schnee auf Eis ist halt auch doof, ne? Aber wo fahren wir eigentlich hin? Heute schon gesagt. Ich habe gesehen auf Park4Night, man kann irgendwo seine Gasflasche füllen, sogar deutsche. Das will ich mal testen. Ich habe eine leere dabei. Wäre ganz praktisch, wenn die wieder voll würde. Und Wasser soll es an dieser Station auch geben. Also probieren wir es mal aus. Wir sind jetzt irgendwo außerhalb von Alter. LPG-Station heißt das gute Ding auch. Steht sogar ein Schild an der Straße. Und weit ist nicht mehr. Ich glaube, hier rechts ist es. Reingehen und fragen heißt's. Kurz reingegangen und kein Problem. Soll kurz die Gasflasche rausbauen und dann kommt einer zum Auffüllen. Gesagt, getan, da steht mal eine kleine Gasflasche. Das Ausbauen der Gasflasche bei Zottel immer wieder ein Kampf, wenn man den Viertelskeller rausräumen muss. Ja, die Holzbox, die fährt auch schon lang spazieren. Wäre mal wieder Zeit für ein Lagerfeuer. Gasflasche ist wieder drin. Jetzt habe ich auch noch mit der Gießkanne Wasser füllen dürfen von drin. Es geht aber nur mit Gießkanne. Das ist echt geil. 50 Liter sind drin, Tank fast voll. Und jetzt können wir wieder zumachen. Und das Ding, das habe ich von Timo. Das hält mir den Tankdeckel. Ist magnetisch. So verliert man den Tankdeckel nicht. Ist das geil oder ist das geil? Und falls ihr euch jetzt fragt, wo tue ich denn jetzt diesen magnetischen Dinger hin? Der hängt schon ewig hier an einem Silvipad an der Schiebetür. Schnell greifbar, immer vorhanden und noch nie abgeht. Oh, Kobelot, nächstes Mal gehst du tanken. Was für ein Wetter. Beim Wasserfüllen war es zum Glück trocken und dann mal kurz wieder ein Schneeschauer. Jetzt geht's wieder. Und jetzt fahren wir mit allen Tanks gefüllt. Das fühlt sich immer wieder prächtig an. Nach Alta rein zum Rema 1000 und hoffen, dass unser Paketli irgendwann kommt im Nachmittagsverlauf. Es ist jetzt 2:30. Oh, bevor das kommt, esse ich erst noch einen Happen. Fantastisch, irgendeiner hat hier Kies verloren. Das ist immer geil. Danke dafür. Das macht es ein bisschen weniger rutschig, weil heute ist es echt verdammt glatt. Da ist er. Die Steinschleuder und sie schleudern auch nur in den Kreisverkehren und den Zufahrten. Die Straßen, die gerade ausgehen, sag ich mal, damals nüt. Und wir haben ihn jetzt direkt vor uns. Das ist auch cool.
Ah ne, er dreht noch eine Runde. Dass auch sicher alles braun ist, schneit fast gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Sehr weiß. Alles. Plus Wind. Geil. Einfach nur lustig. Bei heftigem Schneetreiben erreichen wir den Rema 1000. Was ein Glück. Und stellen uns mal irgendwo hin. Junge, Junge, schon wieder 15 Uhr. Wo ist eigentlich der Tag hin? Ich habe mal gegessen. Das habt ihr jetzt verpasst. Na gut, das Ei steht hier noch rum. Das werfe ich mir jetzt gleich noch ein. Das Paket mit der SIM-Karte ist laut Tracking noch nicht hier angekommen. Also warten wir weiter auf dem Parkplatz, gehen gleich noch einkaufen. Ja, vertreiben uns hier den Tag irgendwie und warten. 16.30 Uhr. Ich ziehe mal den Schlüssel und wage mich vor die Tür in den gerade abklingenden Schneesturm. Das ist ein Kommen und Gehen mit eben diesem und ich gehe jetzt einkaufen. Mein Paket ist noch nicht gekommen. Ich kriege langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Denn wenn das jetzt nicht mehr kommt heute, dann kommt es wahrscheinlich morgen. Das heißt, wir müssen nochmal hier irgendwo pennen. Drück die Daumen, dass das irgendwie bald ankommt. Voll am Einkaufen und jetzt erinnere ich mich gerade, mir schrieb jemand, dieser Käse soll am besten schmecken. Das finden wir jetzt mal raus. Kostet auf jeden Fall ein bisschen was für wenig. Nachdem der Käse eingetütet ist, mir gehen langsam die Reisnudeln aus. Die gibt es hier zufällig auch in rosa. Ein gesundes Zweierlei, Dreierlei. Und die Dinger, die probieren wir jetzt mal. Da bin ich gespannt. So richtig klar, was das ist, wisst man nicht. Aber jetzt muss ich da wieder drankommen erst. Das sind auf jeden Fall so Schokibärli. Mit weißer, fluffiger, softer Füllung, die an Marshmallow erinnert. Ein bisschen anders in der Konsistenz. Schmeckt überhaupt nicht. Ist gar nicht gut. Wollt ihr auch einen? 21 Uhr, ratet, wo ich noch bin. Ich stehe immer noch vorm Rema 1000 und der DHL ist nicht gekommen. Obwohl sie in der App immer noch schreiben, heute 29.03. Anlieferung, es kam nichts. Es ist jetzt 21 Uhr und ich vermute, da kommt heute auch nichts mehr, denn ja, wir brechen hier ab und suchen uns mal einen Schlafplatz. Ich könnte jetzt hier auf dem normalen Stellplatz pennen, habe ich aber nicht wirklich Bock drauf. Deswegen fahren wir jetzt noch mal 12 Kilometer weiter in ein Wohngebiet und da habe ich einen Parkplatz gesehen, der vielleicht funktionieren könnte, wenn er freigeräumt ist. Und die verdammte DHL-Sendung hat heute Morgen um 9 Uhr Oslo verlassen. Wie? Keine Ahnung, aber seitdem kein Status-Update mehr bei DHL im Tracking, gar nichts. Leicht enttäuschend für den Preis, den ich gezahlt habe, für eine Express-Versendung. Wir probieren unser Glück. Wir sind hier in Alta und fahren jetzt die 8,70 bis wir im Wohngebiet sind. 12 Kilometer. Und wenn der Spot nichts ist, dann fahren wir wieder zurück und stellen uns hier auf den offiziellen Stellplatz. Der ist über Nacht kostenlos von 21 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und ja, aber ich hoffe, wir kommen da drum rum. Die Sicht immerhin wieder gut. Der Schneefall hat abgestellt. Aber ich vermute, es wird immer wieder Schneeschauer geben. Über Nacht und auch morgen bleibt es extrem winterlich. Für uns bedeutet das DHL nicht liefern heute, dass wir hier morgen noch mal rumhängen, sicherlich bis Nachmittag. Weil haben keine andere Wahl. Das Ding ist unterwegs und wird irgendwann ankommen und wir brauchen es, also können wir nur warten. So, jetzt fahren wir hier rechts Richtung Laxelf. Schon länger keiner mehr gefahren. Oh, jetzt auch hier Brücke hoch
Da kämpft der Zottel ein bisschen, es schneit wieder stärker. Minus 2 Grad nur. Aber es geht. Jetzt gibt es noch eine Bergprüfung. Geht nochmal hier ein bisschen den Hügel hoch. Bei ordentlich Schneefall wieder. Das gibt nicht auf, das Wetter. Das ist echt heute eine krasse Geschichte. Aber wie immer kommen wir hoch. In 300 Meter geht's rechts irgendwo hin. Hier. Mal gucken, ob es hier noch einen Mülleimer gibt. Das wäre auch noch was Geiles mal. Gott, liegt da Schnee rum. Da ist ein Mülleimer. Ah, geil. Super, Müll losgeworden. Jetzt gucken wir, dass wir hier wieder vom Parkplatz kommen. Und da geht es gleich nochmal ordentlich den Berg hoch. Das hatte ich jetzt so nicht gedacht. Aber irgendwie befürchtet. Aber was will ich machen? Irgendwo müssen wir ja pennen. Und Zottel muss es schaffen. Die E6 ist irgendwann auch gesperrt wegen Lawinengefahr. Also ans Nordkap kommen wir heute auch nicht mehr. Tja, fahren wir hier also rechts und versuchen unser Glück. Drückt mal die Daumen, dass wir hochkommen. Wie immer halt.